herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Suicide Guy, dem suizidalen Superspektakel auf Kreisverkehrs-Super-Suizidalen Kanal. Wir machen weiter. Ich weiß nicht, was es mit dieser Uhr da hinten auf sich hat, aber ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Was auch immer es mit dieser Uhr auf sich hat, ich werde es nicht schaffen. Es ist nicht für Kreis gemacht, es ist... Hallo? Hallo? Na? Na, du bist aber ein hübscher kleiner T-Rex. Hallo, kannst du mal den Mund aufmachen? Ich bin zufällig Dinosaurier-Zahnarzt. Ruhe. Also, wir konzentrieren uns jetzt, bitte. Schau mich an. Schau mich genau an. Okay. Vielleicht komme ich hier raus. Please do not annoy the T-Rex. Door locked. Okay, wir sollten den T-Rex auf jeden Fall annoyen. So, was ist das hier? Hitzetest. Sollten wir vielleicht dieses Ei hier nehmen? Öffne mal den Eikasten, bitte. Pfanne? Haben wir eine Pfanne? Wenn ich das hier draufstelle und dann den Kamin anmache. Den Kamin auch vor allen Dingen. The Backoven. So. Da ist schon mal nix. Ach, jetzt check ich das. Die Melodie. Die Melodie ist von Jurassic Park. Beste Filmmusik, Alter. Ich muss das Ei haben. Kann ich das Ei bitte haben? Kann ich das hier irgendwie umbauen? Was kann ich mit dieser Tasse tun? So. Bing! Heat Test? Hat nicht geklappt. Wieso qualmt es jetzt? Hier irgendeinen Knopf drücken oder so. 1001100. Hallo T-Rex, willst du meinen Kaffee? Huh. 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 Ha! Ach, du willst dieses Ei. Ja, du möchtest also dieses Ei. Na dann. Nimm das, du Ei. Na, findest du es gut? Ja, findest du es also gut? Dann tun wir das Ei vielleicht mal hier rein. Ja, was hältst du davon, wenn wir das Ei da rein tun? Lalalalalala. Irgendwie geht das nicht mit dem Ei hier, oder? Na komm. Power, mehr Power. Mehr Power. Kann ich hier mehr Power machen? Hallo? Möchtest du dieses Ei? Möchtest du dieses Ei? Hä? Was ist los mit dem Ei? Sieht so aus, als könntest du dieses Ei gebrauchen. Aber was können wir jetzt mit dem Ei noch machen? Ich muss das Ei wahrscheinlich ziemlich stark erhitzen, oder? Geh mal weg. Legen wir das Ei doch mal hier auf die... auf die Herdplatte. Muss ich das vielleicht... noch heißer machen? Und... oh! Na, hey, Alter. Ich hab's mir gedacht. Ich hab das Ei gegessen. Und jetzt werde ich selber gegessen. Verdaut.
ausgeschissen und... Oh, ich habe vergessen, die Burger zu essen. Okay, okay, ganz klar. Bevor wieder einer einen Kommentar schreibt. So, Ei haben wir auch gegrillt. Sehr schön, sehr schön. Da muss man erstmal drauf kommen, ja? Und es gibt so viele Level, wo man so viel Quatsch machen kann. Oh. Ah, die Tür geht also auf. Das ist ja schon mal... Ja, schon mal schön. Schauen wir da erstmal, was man hier so... Klopapier hängt auf jeden Fall richtig rum. Quietsche Ente ist am Start. So. Anscheinend haben wir keinen Wasseranschluss mehr. So, schauen wir doch mal, was es hier so gibt. Ah, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Schöne Regale. Mhm, wunderschön. Aha, wer auf dem Bett springt, wird ermordet. Okay, nicht. Eieieiei. So, schauen wir mal darüber. Hier hängen überall so Bilder und so. Das erinnert mich so ein bisschen an Hello Neighbor. Ein Ball. 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 Okay. Ball. Hier sind jede Menge Kissen. Das Spiel ist unrealistisch, ja. Alleine mit diesem Blumentopf hätte ich 724 Wege, mich damit zu erledigen selbst. So, was können wir denn hier? Hier ist abgeschlossen. Natürlich können wir nicht raus. War ja irgendwie klar. So, okay, ich habe hart gescratcht. Fernsehen! Nintendo! Nintendo! Boah, so einen Fernseher hatte ich auch mal und dann hat er plötzlich beim. Ich glaube beim Fable 2 spielen. Beim Fable 2 spielen hat er mich. Sehr überrascht, weil plötzlich das Bild ausging und hinten kam Qualm raus und so. Und ich war gerade dabei, ich wollte mir gerade für eine 5-Minuten-Terrine Suppe machen. Also mit einer 5-Minuten-Terrine eine Suppe machen. Und dann ist mir aufgefallen, ja, okay. Und dann bin ich in den Flur gelaufen, hab die Sicherung rausgemacht. Und dann habe ich das heiße, kochende Wasser hinten in den Fernseher gekippt, um ihn zu löschen. Hurra! Okay, hier ist der Wasserdruck. Der Wasserdruck, der ist nicht in Ordnung, hey. Sind Sie der Handwerker? Ja, mei, ich bin alles. Ich bin alles. Ich bin ein Handwerker, ein Fußwerker, ich bin ein Bauchwerker und vor allem Ding bin ich ein Gesichtswerker. Mein Gesicht ist mein Kapital. Ich hab's dir gesagt. Ich hab ein Knutschgesicht. Aber ich kann, Wasser geht nicht an. Vielleicht gibt es hier irgendetwas. Waren wir da schon? Telefon! Hallo? Telefon! Was ist denn hier? Aha! Ahaha, so, okay, nichts. Kette Sash. Vielleicht komme ich mit der Kettensäge hinterher raus. Okay, hier ist mein Hacker-Tool. Anonymous in der Garage. Ich nehme mal hier diesen Schlüssel mit. Nimm mal den Schlüssel, komm mal mit. Und dann gehen wir mal in den Keller, ne? So, wo war denn der Keller? Hallo? War der Keller hier? Moment, hier ist die Küche. Ja, sicher. Gehen wir noch rein. Ja, pass mal auf. Ich sag doch, hier war mit Wasserdruck, war was nicht in Ordnung. So. So, Klempner, ich hab den Haus repariert, du. Ja, guck. Jetzt kommt wieder Wasser raus. Gehen wir doch mal wieder hoch. Gehen wir doch mal wieder hoch. So, der Klassiker, würde ich sagen. Yes! Hallo, jawoll! Ich habe es mir schon fast gedacht. Ach, dieses Riesenhaus kann es doch nicht irritieren. Ja, so einfach geht das. Zack! Ganz klar. Und dann macht man Musik von Miley Cyrus an und dann wirft man es in die Badewanne. Ansonsten schindet man keinen Eindruck. Oh, Staplerfahrer Klaus. Jetzt machen wir Staplerfahrer Klaus. Ich freue mich drauf. Okay, okay. Das sieht aus, als müsste man hier viel zu viel nachdenken. Was ist das? Öffne dich. Öffne dich. Nein, nicht. Dann halt. Meine Fresse. So. Fahren wir mal nach oben. So, hier ist der Kist. Was machen wir mit der Kist?
Okay, Moment, da kann man sich, glaube ich, auch selbstständig zerstampfen lassen, ne? Wozu kann ich denn jetzt diese Kiste brauchen? Die brauche ich vielleicht dann... So, na toll. Dann bitte nochmal, nach unten, danke sehr. Kann ich dich auch einfach runterschubsen? Ich schubse dich runter! So. Jetzt muss ich wahrscheinlich... Was macht der für Geräusche? Okay... Warum ist hier eigentlich so eine Geheimagentenmusik? Okay, wir müssen noch ein Stück nach vorn. So. Ja, so macht man das, Leute. Also, ne? Jeder, der einen Staplerschein hat, wird mir hier auf jeden Fall grundsätzlich seine Empfehlung aussprechen. Manu! Aber wie komme ich denn jetzt da hoch? Und habe ich hier schon eine Figur gesammelt? Nee, habe ich nicht. Die ist doch bestimmt an irgendeinem... Die ist bestimmt da hinten. Oh nein, wenn sie da hinten ist, habe ich ein Problem. Ja, genau, da ist sie. Okay. Starten wir nochmal kurz das Level neu. So, dann einmal hier bitte einsteigen. Den Knopf schon mal drücken. So, hier wieder aussteigen. Geht schon. Dann mache ich aber jetzt zuerst. Aber hier komme ich doch gar nicht. Kann ich die Kiste noch mit dem Stapler stapeln? Das probiere ich jetzt erstes mal aus. So, komm her. Dann hätte ich natürlich nicht neu starten brauchen, aber wahrscheinlich ist dieser Stapler genau dazu gedacht. Jetzt habe ich gerade ein bisschen geredet wie Ralf Zacherl. Der hat auch immer so einen Kehlkopf hinten zerquetscht, der Typ. Der ist ein bisschen fertig. So, dann einmal bitte hier unter diese Kiste. Okay, das klappt. Das ist schön. Dann fahren wir mal hier rüber. Ach, ich fühle mich so super gerade. Ich glaube, das reicht auch schon für da hinten, oder? Tada. Müsste eigentlich reichen. Schauen wir mal. Wichtig war, diese wunderschöne Puppe zu kriegen. Denn ich liebe diese Puppe. Diese Puppe ist ja meine einzige Puppe in meinem ganzen Leben, die ich noch habe. Früher, sie hatte mir die Gartenarbeit gemacht, die Puppe, aber jetzt, ich nehme diese Puppe mit, wenn ich hier gehe schlafen. So, dann jetzt einmal machen und dann auf die Kiste steigen. Und dann drücken wir diesen Knopf. Ja. Ja, das muss reichen. Die Frage ist, wie löse ich dieses Problem? Nee. Moment. Kann ich vielleicht... Ich probiere etwas aus. Ich habe eine Idee, aber dafür muss ich natürlich... Ihr seht, wie ich meinen Denkschmalz hier
hart aus mir rauspresse. So, da geht's nicht weiter. Dann hier einmal hier lang. Geht's auch nicht weiter. Ach komm. Guck mal, jetzt eigentlich wäre ich schon tot, weil mir die Kiste auf den Kopf gefallen wäre. So, jetzt schauen wir doch mal, ob das Ganze hier genau den Effekt hat, den ich erwarte. Oh. Ansonsten muss ich es anders machen, aber ich glaube ungefähr vielleicht den richtigen Denkansatz gefunden zu haben. Nee, habe ich nicht. So, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. So, komm du mal mit. Komm du mal mit, meine kleine Freund. So, gibt es hier noch irgendwo eine Kiste? Nee, ne? Das ist alles, was wir an Kisten haben hier, oder? So. So. Haha, okay, okay. Wo sind denn meine Gabeln? Ich sehe die nicht. Meint ihr, so geht das? Ob das so geht? Boah. Nee, da kommt man ja gar nicht hoch. Was ist denn das? Das ist ja blöd. Was sind das hier für Dinger? Kann man die Kisten da festmachen? Hä? Das sind doch alle Kisten, die hier sind, oder? Sind hier irgendwo... Sind hier irgendwo noch mehr Kisten versteckt? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Was sind das da für Dinger? Warum sind da so Flecken an der Wand? Das ist alles merkwürdig hier. Alles sehr merkwürdig. Vielleicht hier nochmal rein? Und diese Kisten... Was ist denn hier? Gehen hier nur beide Kisten? Und jetzt ist meine Frage, ist jetzt, Moment, jetzt muss ich mal eben kurz, hey. Hey, warte mal. Meine Frage ist, kann ich diese Kisten auch? Ich meine, stapeln kann ich sie immer, wie ich mag. Irgendwo da, so. Fahren wir mal hoch. Das geht doch alles gar nicht. Das ist doch alles Quatschi. Ich muss denken. Ich muss denken. Gibt es hier irgendwas, was ich übersehen haben könnte? Hier war ja easy. Und du gehst wirklich nicht auf? Auch nicht, wenn ich das drücke? Hm. Sehr merkwürdig. Okay, okay, okay. Leute, ich weiß ja, Oh. Ich weiß ja, manchmal bin ich echt schwer vom Begriff. Aber eigentlich habe ich dieses Level schon seit ungefähr einer Stunde geschafft. Und, tja, wie ihr wisst... Wie ihr gesehen habt, war das alles völlig für die Katz. Ich habe so viel nachgedacht und es war doch viel einfacher, als man denkt. So, wir klettern hier drauf. Ganz easy peasy. Dann einmal hier den Knopf von hinten. Da, so. Knopf von hinten, sehr schön. Einmal hier hoch. So, und der kundige Fachmann sieht natürlich direkt, dass man dieses Gerät auch mitnehmen kann. Tja,
Und dann stellen wir uns hier drunter und sagen, Augen zu und an England denken. Boots. Oh, sehr schön. Sehr schön, dieses Gefühl. Oh. Okay, komm, dafür hängen wir noch einen dran. Auch wenn es dann ein bisschen länger wird. Komm, komm, ist doch ein Kran. Das sieht doch aus wie ein Kran. Es ist ein Kran. Ui. Jetzt habe ich mich gerade fast an meinem eigenen Kran verschluckt. Hä? Okay. Okay, okay, okay. Oho, Schrottiplatz. Hier im Müll, da finden wir Schätze, denn die suche ich gern. Es riecht so schlecht, doch teuer. Liegt mir einfach fern. Keine Ahnung, was ich da singe. Aber irgendwas muss ich ja tun. Boah, was ist das? Sind das riesige Tabletten? Sind das riesige Tabletten oder Zäpfchen? Da ist was drin. Die Donnerkuppel. Das ist die Donnerkuppel. Alles klar. Die Donnerkuppel. Lass mich. Ich hänge irgendwie fest. Okay, da ist ein Kreuz. Hier ist irgendwo ein Auto versteckt. Das heißt, ich muss mich jetzt hier einmal kurz durchwursten irgendwie. Hier ist noch ein Kreuz. Muss ich mit dem Kran Dinge auf das Kreuz tun vielleicht? Ist das vielleicht der Sinn dieser ganzen... Okay, hier ist ein Männchen. Hier ist ein Männchen, das sammle ich ein. Kein Problem. Ja. Hallo. So, roter Knopf. Irgendwie bringt das hier gar nichts gerade, oder? Okay, ich schätze mal. Ich muss mich hier irgendwie selbst mit dem Auto... Warte mal. Hier ist doch... Was ist das hier? Okay, das ist die Presse. Das ist die Presse. Da muss ich irgendwie reinkommen. Oh Gott, dauert das lange. Auto! Uts. Ich kann mich hier noch drehen, oder was? So. Kann ich hier rein in die Donnerkuppel? Ne, anscheinend nicht. Boah, boah, boah. Hier ist auch nichts versteckt. Ich muss ja irgendwie... Kann ich denn irgendwas... Ich kann ja niemanden fernsteuern, oder? Ich muss ja... Kommt vielleicht noch ein richtiger Mitarbeiter und holt mich hier ab? Okay, tja, wie ich da jetzt genau reinkomme, weiß ich nicht. Hier ist nichts. Hier sind Bremsscheiben oder was weiß ich. Irgendwas ist hier geheim und ich muss es noch herausfinden. Und das ist immer so schwierig. Ja, Leute, ich weiß auch nicht so genau, was hier los ist, aber ich habe das Gefühl, dass mein alter, runzliger Körper zu alt und runzlig ist, um das hier zu verstehen. Okay, warte mal, wir steigen jetzt hier ein, wir drehen das Ganze. Okay, ich habe einfach das Gefühl, ich bin jetzt gerade mal hier so eine Viertelstunde bestimmt rumgelaufen, nein, so lange nicht. Solange nicht, es fühlt sich manchmal an, ihr wisst, wie das ist, gefühlte Viertelstunde, aber am Ende war es doch nur. Dann ist mir halt aufgefallen, dass wir ja hier
Hier haben wir Rampe. Wir können fahren runter und dann springen da rein. Aber ich glaube, wir müssen vorher die Presse anwerfen. Und deswegen habe ich gerade noch gesagt, ja, wir könnt ja gerne mal zurückspulen, aber deswegen habe ich gerade noch gesagt, oh, ist ja voll langsam und bla bla bla. Ich glaube, ich weiß, warum das so langsam ist. Weil man sich hier dann echt okay, weil man sich dann hier echt beeilen muss. Oh, wow. Oh nein. Oh, Kacke. Stopp. Oh, Mann. Okay, wir versuchen es gleich nochmal. Mann, warum bin ich denn da irgendwie... Ach, keine Ahnung, warum der da schon wieder rausgebackt ist, ey. Kommt häufiger vor. Moment, wir stellen uns dann gleich ungefähr in Windrichtung auf. So, das sollte ja eigentlich gehen. Ach, das ist immer schwierig hier, weil man zwischen Maustaste und E... ich weiß nicht, warum man da überhaupt so viele... Da, schon wieder, was ist das? Jetzt muss aber mal gut sein. So. So. Okay, okay, okay. Gehst du bitte da hoch? So, hier ist der Bube. Guck mal, steht sogar schon gut. Das ist schön, das ist schön. Vielleicht kriegen wir es jetzt hin und dann ist auch endlich... Dann haben wir es endlich geschafft. Dann haben wir heute den suizidalen Oberspaß. Okay, anklicken und rüber. Nein, was ist denn? Hoch, schneller. Oh Gott. Ja. Oho, ich hab's geschafft. Endlich. Endlich. Oh mein Gott. Es kommt direkt auf mich zu. Oh. Oh, ich glaube, wir haben extrem brutal defekliert. Naja, Freunde, in diesem Sinne, defekliert bitte nicht zu häufig in eurem Leben, denn auch das muss alles unter kontrollierter Aufsicht passieren. Also, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Suicide Guy oder worauf immer ihr auch Lust habt. Es war mir eine Ehre. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.